Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog hier. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Das ist der erste Vlog, den ich seit meiner Teilnahme bei Let's Dance, also seit dem 14. Februar, am 14. Februar ging's los, aufnehme. Es ist absolut crazy, dass ich so lange nicht gevloggt habe. Und es tut mir unfassbar leid, aber ich konnte einfach nicht. Falls ihr die Zeit mitbekommen habt, falls ihr mich auf Instagram verfolgt habt und ja auch generell Let's Dance geschaut habt, dann könnt ihr es vielleicht ein bisschen verstehen, weil das war so ein unfassbar intensives Projekt. Ich hätte damit niemals gerechnet. Ich dachte wirklich, okay, ja, das wird viel, aber ich krieg das nebenbei safe noch hin. Vielleicht nicht so intensiv wie sonst. Aber im Leben hätte ich nicht gedacht, dass das so eine intensive Zeit wird mit so viel Arbeit. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Es war so, so geil. Aber ich freue mich auch, dass ich jetzt wieder zurück bin und jetzt wieder Videos für euch filmen kann. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, bin ich aber nicht zu Hause, sondern ich bin direkt weiter vom Let's Dance-Irrsinn wieder nach Bayerisch Zell. Ich bin gerade hier beim Dreh wieder. Die Umgebung noch kennt. Och, es sieht so schön aus. Ich werde es einfach niemals satt sehen, glaube ich. Ich werde mich niemals dran satt. Ich glaube, das ist korrekt. Den Hintergrund kennt ihr vielleicht auch noch aus den letzten Jahren. Ich habe ja immer wieder so bei Frühling gevloggt. Das ist auf jeden Fall meine Wohnung, die jetzt aktuell auch so dezent unordentlich aussieht. Ich kann euch aber mal ein bisschen rumführen. Das hier ist die Wohnungstür. Und dann kommt man hier rein. Dann sieht man direkt erstmal mich. Hallo. Und hier haben wir direkt das Badezimmer. Leute, es sieht so unordentlich aus. Hier, jetzt könnt ihr mal den absoluten Real-Shit sehen, so wie ich bin, wenn ich keine Zeit habe. Yay. Hier ist einfach so ein relativ normales Badezimmer. Ich war gerade duschen, deswegen ist die Lüftung da oben noch an. Und ja, hier haben wir ein Klo. Dann die Dusche bzw. Badewanne. Und das war es auch schon von diesem Zimmer. Hier kommen wir dann weiter ins Schlafzimmer. Es ist so, so süß hier. Meinen Schrank kriege ich natürlich auch nicht hin, einfach mal zuzumachen. Hier habe ich dann ja, den Esstisch, der komplett unordentlich aussieht. Da ist dann auch so ein kleiner Wohnzimmerbereich. Und hier ist die Küche. Also richtig, richtig süß hier. Hier auch schon meinen ganzen Vorrat. Ich habe bei Rewe einfach Perlenkuskus gefunden, Leute. Ich habe noch nie in irgendeinem Supermarkt Perlenkuskus gesehen. Ich habe den so, so lange gesucht, weil ich den irgendwann mal in so einer HelloFresh-Bestellung hatte und einfach ultra geil fand. Nie wieder gefunden, aber ich habe ihn endlich. Es gab ihn im Hit in Aachen. Da habe ich ihn gefunden. Ich musste bis nach Aachen fahren, um diesen Couscous zu bekommen. Nein, Spaß. Ich war da, weil ich bei Ju gedreht habe für seine Hauptvideos. Und dann habe ich ihn zufällig erblickt und habe mich sehr gefreut. Das ist erstmal mein Zimmer. Ich werde jetzt nochmal runtergehen zu den anderen, ein bisschen Text lernen. Und da habe ich mir gedacht, nehme ich euch einfach mal morgen mit zu einem Drehtag. Ich weiß nicht, inwiefern ich da viel filmen kann, aber ich habe das ewig nicht mehr gemacht, euch so ein bisschen mitzunehmen. Deswegen glaube ich, das wäre vielleicht ganz cool. Sehen wir uns gleich, ne? Würde ich sagen. Bevor wir jetzt aber ans Set fahren, wollte ich euch noch was anderes zeigen. Und zwar etwas, was ich auch immer überall mit hinnehme. Meine Periodenunterwäsche. Ich habe euch schon einige Male davon auch hier auf dem Vlog-Kanal erzählt und ich liebe es immer noch so unfassbar doll. Ich würde niemals wieder zu Binden und Tampons zurückgehen, weil diese Periodenunterwäsche einfach mein Leben verändert hat. Ich trage die Periodenunterwäsche von Snux und falls ihr keine Ahnung habt, was das ist, dann erkläre ich euch das mal ganz schnell. Das ist ganz einfache Unterwäsche mit dem Unterschied, dass hier ein Pad eingebaut ist. Das ist ein Pad aus vielen verschiedenen Schichten, das eure Periode aufsaugt. Also ihr könnt diese Unterhose einfach ganz normal, ohne Binde, ohne Tampon, ohne alles anziehen und eure Periode wird aufgesaugt und nichts wird jemals auslaufen. Mir ist noch nie so eine Periodenunterwäsche ausgelaufen. Es ist noch nie irgendwas passiert. Man kann die ganz einfach nach der Verwendung in die Wäsche schmeißen. Egal wie stark meine Periode ist, irgendwann muss ich die Unterhose natürlich wechseln, aber es läuft nicht aus und das Gefühl ist nicht mal nass. Die von Snux ist die dünnste Periodenunterwäsche auf dem Markt. Und selbst wenn man eine super enge Jeans anhat, sieht man nichts. Es gibt jetzt auch wieder eine neue Kollektion mit einigen neuen Farben. Zum Beispiel diesen hier. Das heißt, es ist wirklich auch für viele Hauttöne was dabei. Ich zeige euch das mal mit diesem Exemplar hier. Und einer wirklich sehr, sehr dünnen Hose.
You see nothing. Den Link unten in der Infobox könnt ihr euch die Periodenunterwäsche mal anschauen. Und ihr könnt sogar meinen Code Julia benutzen, da kriegt ihr noch Rabatt. Und ihr habt sogar die Möglichkeit, die Periodenunterwäsche 60 Tage lang zurückzugeben, wenn sie euch nicht gefällt. Und falls ihr erstmal denkt, okay, ist ganz schön teuer, in 2 Jahren gibt man durchschnittlich 120 Euro für Tampons und Binden aus. Und für den Preis könnt ihr euch 5 Snacks kaufen, die ebenfalls 2 Jahre halten. Die sind nämlich immer und immer und immer wieder verwendbar. Ihr müsst die einfach nur in die Wäsche tun. Guten Morgen, Leute. Es ist... Hey, Leute, ihr glaubt mir das nicht ohne Spaß. Es ist 6:45. Ich werde um 6:45 abgeholt. Und ich muss mir jetzt noch ganz schnell meine Haare waschen, weil ich es vergessen habe. Achso, und in der Zeit muss ich mir auch noch meine Zähne putzen. Manchmal bin ich einfach wirklich so unfassbar dumm und wache oder stehe so knapp auf, dass ich die Hälfte nicht mehr schaffe. Obwohl andererseits, eigentlich gehen meine Haare noch, oder? Ich glaube, ich lasse es sogar. Ich klatsche mir, glaube ich, einfach noch eine Ladung Trockenshampoo rein. Dann wird es für den Tag schon reichen. Diese Lüftung hier geht mir auch so unfassbar doll auf den Keks. Haare gewaschen. Müssen wir jetzt mit leben. Die Haare gehen noch. Ich rede mir das jetzt ein. Ich bin zu spät. Oh mein Gott, ich bin nie zu spät. Ich habe meine Haare nicht mal wirklich gewaschen. Ich bin trotzdem zu spät. Upsi. Guten Morgen. Sorry. Alles gut. Ich werde erst so ab 10 Minuten nervös. Okay. Steht schon in den Startlöchern. Danke dir. Bis später. So, Leute, ich bin angekommen in der Maske mit meiner lieben Martina. Hallo, Issi. Hallo. Hallo. Martina macht mir immer meine Haare schön und mein Gesicht schön. Und meine Haare sind jetzt schon mehr oder weniger fertig. Die werden jetzt hochgesteckt, damit die nicht wieder rausfallen, weil ich Scheißhaare habe. Ja, doch. Ich habe schon nerviger. Ich habe schon Haare von der nervigeren Sorte. Ja. Wir wissen damit umzugehen. Ja. Und jetzt werde ich geschminkt, aber irgendwie auch eigentlich nicht geschminkt, weil ich muss ungeschminkt aussehen, aber ich werde trotzdem geschminkt. Sieht nur nachher nicht so aus. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay, fühlt nur was? Schön. Wir sind gerade random darauf gekommen, was für Ticks wir haben. Und Sergej, du bist jetzt dran. Was ist dein Tick? Ich muss minimum 3-mal jede Tür, die ich schließe, nochmal überprüfen, ob ich sie wirklich geschlossen habe. Auch wenn ich weiß, was ich gerade gemacht habe. Teilweise gehe ich Türen? Ich gehe teilweise aus dem Haus und frage mich genau, Scheiße, habe ich sie jetzt wirklich zugemacht oder hat es sich nur so angefühlt? Ich laufe nochmal hoch. Echt bei meinem Auto, ja, Tiefgarage, okay. Ganz, ganz schlimm. Ich habe dann so einen Walk of Shame. Ich bin genau beim Fitness angekommen oder sowas ähnliches und dann so, Scheiße, habe ich die Autotür geschlossen. Oh mein Gott. Aber du gehst dann nicht nochmal zurück? Doch, ich laufe zurück. Ach du Scheiße. Okay. Ich bin einmal habe ich die Überlegung gehabt, habe ich den Ofen ausgenommen. Ich habe damals in Augsburg gewohnt und meine Eltern waren in München, die wollte ich besuchen. Ich bin in München angekommen und nicht so zu meiner Mutter, Mama, ich glaube, ich habe den Ofen noch an. Ich bin aus München noch mal nach Augsburg gefahren. Du musst mich verarschen. Du musst mich... Okay. Aus. Das ist ein Tick. Das ist definitiv ein Tick. Okay, Martina, was ist dein Tick? Mein Tick? Ich brauche unbedingt Bettzeug mit Knöpfen, weil ich abends mit den Zehen dazwischen gehe. Befriedigt mich, muss ich sagen. Kann man das so sagen? Ja. Es gibt mir Ruhe, I guess. Ja. Mit den Zehen zwischen die Knöpfe, okay. Mit den Zehen zwischen also, die Knöpfe. Mein Tick ist, ich habe immer... Also, wisst ihr das? Ich glaube nicht. Ich habe immer 2 T-Shirts bei mir im Bett. Das eine T-Shirt liegt zusammengeknüllt unter meinem Ohr und das andere ausgebreitet auf meiner Matratze, damit das kalt werden kann, während das andere mein Ohr kühlt. Und wenn das warm wird, dann drehe ich es um oder tausche das T-Shirt. Schreibt mal eure Ticks in die Kommentare. Das fände ich cool. Ich bin jetzt in meiner Garderobe. So sieht das aus. Ich habe hier im Haus so ein kleines Zimmer bekommen. Normalerweise haben wir immer so Trailer. Aber dadurch, dass wir die ganze Woche in diesem Haus hier drehen und wir keinen Platz für Trailer haben und das Haus sehr, sehr groß ist, können wir das hier machen. Ich muss mich jetzt umziehen. Die erste Szene hatte ich gerade schon. Da hatte ich dieses Kleid hier an, was mir nicht passt. Also es soll mir in der Szene auch nicht passen. Und jetzt
habe ich hier meinen Schrank. Ist mein nächstes Outfit, was ich jetzt anziehen werde. Tada! Es ist an. Ich muss auch, glaube ich, ein bisschen leise sein, weil die unten drehen. Drehen gerade den Rest von der Szene, wo ich nicht dabei bin. Ich kann euch mal hier oben vielleicht die Etage zeigen. Falls ihr Frühling kennt und die Serie schaut, dann kennt ihr das Haus, in dem Katja und Adrian wohnen. Da sind wir jetzt gerade. Ich bin in der obersten Etage, da wird nie gedreht. Hier kommt man aus dem Zimmer raus. Und dann haben wir hier die oberste Etage. So sieht es hier aus. Es ist echt richtig, richtig schön, das Haus. Das ist der Raum von der Garderobe. Da ist die Garderobe von Christo, also von Adrian. Und da ist die von Katja, also von Simone. Und hier vorne ist noch ein Klo. Das sieht so aus. Das ist echt so cool hier. Das Treppenhaus. Und ich kann mal kurz hier runtergehen. Und dieses Zimmer da hinten, das ist jetzt zu. Und ich glaube, ich kann da auch nicht reingehen, weil das gerade noch gar nicht umgebaut ist. Das ist eigentlich Adrians Zimmer. Aber das ist gerade noch nicht Adrians Zimmer, sondern das ist noch das Zimmer von den Privatleuten, die hier eigentlich, also denen das Haus gehört. Das wird immer nur, wenn wir hier drehen, umgebaut in Adrians Zimmer. Und sonst sieht es ganz anders aus. Dezent anders. Das war jetzt ganz heimlich, deswegen gehe ich jetzt auch schnell wieder weg. Es ist 4 Stunden später. Wir hatten mittlerweile Mittagspause. Haben 2:35 Uhr gedreht. Schade, ich hab's nicht eingeschaut. Nee, Thomas ist schon entgegengekommen. Meinst du, es geht los? Scheiße. Okay, geht los. Tschüss. Danke. Danke, dass du mich filmst. Thomas isst gerade. Genau so, Julia. Ich war zu langsam für das Kind. Gut. Alright, Leute. Hello! Oh, oh mein Gott, es ist einige Stunden später, wie ihr vielleicht an meinem Gesicht erkennen könnt. Wir waren gerade, oder vor einigen Stunden, noch beim Sport. Und ich saß jetzt die ganze Zeit am Laptop gerade und habe geschnitten. Meine Nase juckt. Oh, Leute, ich habe so kranke Allergie im Moment. Wir waren im Fitnessstudio in der nächsten Stadt. Ich war noch nie hier im Fitnessstudio. Ich wollte immer unbedingt gehen, aber ich habe erstens nie ein Auto gehabt und zweitens habe ich mich auch irgendwie nie getraut. Eigentlich war mein größtes Problem die ganze Zeit, dass ich kein Auto hatte. Aber ich bin jetzt mit Martina zusammen, die ihr vorhin auch im Vlog gesehen habt, ins Fitnessstudio gegangen. Die hat mir da so ein bisschen alles gezeigt. Das war ziemlich cool. Und ich glaube, ich gehe da jetzt öfters hin. Also ich kann mir einfach so eine 10er-Karte oder sowas holen. Die sind echt arschteuer hier. Ich war ein bisschen geschockt. Aber es wird sich grundsätzlich lohnen, weil sonst chille ich hier den ganzen Abend und mache gar nichts. Und dann gehe ich lieber noch zum Sport. Und ich will sowieso irgendwie Sport so ein bisschen beibehalten, weil durch Let's Dance bin ich so sportlich geworden. Ich schwöre, Leute, ich war noch nie in meinem Leben so sportlich, wie ich jetzt gerade bin. Es ist so cool. Ich war letztens bei mir zu Hause im Fitnessstudio und war so auf dem Laufband. Nach 10 Minuten habe ich mich so richtig hart gewundert, weil ich war irgendwie so nicht außer Atem. Und normalerweise, also ich bin in meinem Leben noch nie auf ein Laufband gegangen und bin nicht nach 10 Minuten spätestens gestorben. Ich war richtig impressed und habe mich richtig hart darüber gefreut, dass ich so eine krasse Kondition entwickelt habe. Und die will ich beibehalten und deswegen gehe ich jetzt öfters ins Fitnessstudio oder mache Sport. Ich kann mich noch nicht so zum Joggen aufraffen, auch wenn hier natürlich eine übelst geile Landschaft ist zum Joggen, aber it's not my thing. Ist aber auch egal, ich höre jetzt auf zu labern, ich muss wirklich dringend schlafen. Ich muss mich nämlich gegen Tollwut impfen lassen. Das dritte Mal, weil ich im Sommer mit meiner Familie an einen Ort fliege, wo man eine Tollwutimpfung braucht. Und darauf freue ich mich sehr. Also auf den Urlaub, nicht auf die Impfung. Obwohl mir Impfungen eigentlich egal sind. Okay, ich höre jetzt auf zu labern und ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Bis morgen. Bis morgen. Und nächste Woche kommt dann auch endlich die Auflösung von unserer Küche.